Der Gedanke der europäischen Einigung war zwischen den beiden Weltkriegen zusammengebrochen. Er erlebte aber schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg einen glanzvollen Aufstieg. Dank der historischen Initiative Konrad Adenauers und anderer europäischer Staatsmänner. Das nächste Jahrzehnt steht vor der Frage, ob wir aus dem wirtschaftlichen Giganten Europa auch einen politischen Giganten machen, der in der Lage ist, in der Welt von morgen unseren European Way of Life, unsere Werte, für die wir stehen, auf der Welt international zu vertreten, zu verteidigen und vielleicht sogar durchzusetzen. Wir brauchen ein starkes Europa. Ein Europa, das Freiheit und Schutz gibt. Ein Europa, das schützt und nützt, liebe Freunde. Großartiges ist erreicht worden. Der gemeinsame Markt der 270 Millionen. Wohlstand, soziale Sicherheit für alle, Frieden und Freiheit. Bei aller Kritik im Detail, ich bin nicht bereit, wir sind nicht bereit, Europa Nationalisten, Populisten oder Extremisten zu überlassen. Das ist unser Europa der Freiheit und dafür kämpfen wir, liebe Freunde. Das ist die Antwort, die seit Jahren, seit Jahrzehnten Franz Josef Strauß in die Bücher unserer Partei geschrieben hat, nämlich der Spruch: Bayern meine Heimat, Deutschland mein Vaterland und Europa meine Zukunft. Das Erreichte ist gefährdet, wenn es nicht weitergeht. Die CSU war immer ein Motor der europäischen Einigung. Bei Europa geht es nicht nur darum, was bei uns jetzt stattfindet, sondern es geht auch darum, wie sich die Welt um uns rasant dreht und ob wir Europäer eine Antwort darauf finden. Ich will, dass wir aufstehen, dass wir selbstbewusst sind als Europäer, dass wir das, was uns ausmacht in dieser rauer gewordenen, globalisierten Welt, mit einer Stimme vertreten. Ein starkes, selbstbewusstes Europa, dafür stehen wir als CSU. Unsere Abgeordneten sind im Gesetz Europas verpflichtet. Europas Aufgabe ist der Friede. Europas Wesen ist die Freiheit. Was wir heute auf dem gesamten Kontinent, von Lissabon bis nach Riga, in Freiheit leben dürfen, ist ein Geschenk, in dem wir uns befinden, dass wir das erhalten haben. Wir sind stolz darauf und wir sind froh, dass wir in diesem freien Europa heute gemeinsam leben dürfen. Wir sind eine proeuropäische Partei und wollen dies auch deutlich zeigen und klar sagen, liebe Freunde. Dazu steht die CSU mehr denn je.